Aufgrund der zunehmenden Unruhen in Syrien sind heute die ersten Flüchtlinge in Niedersachsen eingetroffen. Über 100 Syrer wurden auf dem Flughafen Hannover in Langenhagen empfangen, darunter 40 Kinder und Jugendliche. Dies sind die ersten von insgesamt 5000 Syrien-Flüchtlingen, die Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten aus humanitären Gründen aufnehmen will. Die Menschen sollen kein übliches Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern sofort einen Aufenthaltsstatus und eine Arbeitserlaubnis bekommen. Im Anschluss ging es für die Flüchtlinge weiter ins Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen. Hier sollen sogenannte Wegweiserkurse auf ein Leben in Deutschland vorbereiten. Nach 2 Wochen werden die Syrer auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Niedersachsen soll 500 von den insgesamt 5000 Flüchtlingen aufnehmen.